Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Juni 2017 und ganz herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder, die jetzt im Juni feiern. Jetzt steht ihr im Mittelpunkt. Die witzige, kommunikative Art der Zwillinge kommt gut an. Wahrscheinlich bekommt ihr viele Einladungen zu diversen Sommerfesten oder feiert selber euren Geburtstag ganz groß. Für Singles ist das Flirtpotenzial hoch. Viele Flirts bleiben aber erstmal unverbindlich, vielleicht weil ihr auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Bevor wir näher darauf eingehen, hier noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder was zu verlosen gibt bei mir. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, zu den Aspekten, die längerfristig auf die Zwillingegeborenen einwirken. Am interessantesten ist wahrscheinlich zurzeit, dass Lilith, die Göttin der wilden Frauen, bei euch im Partnerhaus steht. Und das bedeutet, dass Partnerschafts- und Begegnungsthemen ziemlich aufgemischt werden. Es erhöht die Chance, sehr knisternde, ausgefallene Affären zu erleben. Besonders Zwillinge-Herren können jetzt Frauen treffen, die ihnen völlig den Kopf verdrehen und die vielleicht auch ganz anders sind, als sie sonst immer so gewöhnt sind. Schwieriger, zurückweisender, die sich nicht so einfach beflirten lassen, aber das findet ihr natürlich gerade super spannend. Also solche Geschichten. Für Zwillinge-Frauen kann es auch heißen, dass es da eine Konkurrentin gibt. Das darf nicht verschwiegen werden, denn die Lilith bei euch im Partnerhaus kann eben auch die andere Frau sein. Und da ihr ja auch den Saturn im Partnerhaus habt, kann also gerade diejenigen von euch, die in einer festen Beziehung sind, eventuell, die sollten ein bisschen aufpassen, ob da nicht vielleicht noch jemand ist. Genau, aber diesen direkten Aspekt zur Lilith, den spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 31. Mai bis 8. Juni. Und das ist natürlich auch nicht nur schlecht, sondern Lilith bringt einen eben auch in Kontakt mit den eigenen wilden Kräften. Das heißt, ihr könnt jetzt auch jemanden begegnen, und das kann eben auch eine Frau sein, die das in euch weckt. Ne? Das, was in euch selber vielleicht wild ist, instinkthaft ist, was ihr vielleicht sonst nicht so rauslasst, weil ihr ja auch ein sehr intellektuelles Zeichen seid. Aber jetzt können die Gefühle hochschlagen. Dann habt ihr Glücksplanet Jupiter weiterhin sehr günstig zur Zwillinge-Sonne stehen. Er steht hier in der Waage, top für euch im fünften Haus der Lebensfreude. Ein super schöner Aspekt. Natürlich auch sehr sexy. Also die Zwillinge haben bestimmt eine Phase, wo sie sich über mangelnde sexuelle Betätigung nicht beklagen können. Und diesen schönen Aspekt spüren jetzt ganz besonders diejenigen, die zwischen dem 2. und dem 6. Juni Geburtstag haben. Jetzt haben dieselben Geburtstagskinder aber auch gleichzeitig in diesem Monat gerade das Quadrat hier zu Neptun. Also die wirken jetzt gleichzeitig auf euch ein und ihr könnt es euch schon denken, Neptun ist ja der Planet der romantischen Verwicklungen und gleichzeitig hier der gute Jupiter. Da ist natürlich die heimliche Affäre nicht weit oder eben auch die Affäre mit jemandem, der selber noch jemand anders hat oder mehrere Eisen im Feuer hat. Ja? Also gerade Single-Zwillinge sollten wirklich sich Zeit nehmen, jemand Neues näher kennenzulernen. Ihr kennt ja meine 90-Tage-Regel. Erst nach 90 Tagen, sprich nach 3 Monaten, kann man eine neu eingegangene Verbindung erst so richtig ernst nehmen. Bis dahin muss man sich das so ein bisschen angucken. Manchmal lohnt es sich sogar so lange zu warten, bis man zum ersten Mal Sex hat, obwohl das natürlich hier mit Jupiter im Haus der Erotik nicht so einfach ist, sich da zurückzuhalten. Aber es kann eben sein, dass es auch erstmal Spaß macht, aber der Spaß dann nach 3 Monaten vorbei ist. Also rechnet da mal damit, dass sich da vielleicht noch Dinge tun hier mit dem Neptun-Quadrat, die so am Anfang noch nicht sichtbar wurden. Und mit Neptun kann es eben auch zu Enttäuschungen kommen. Ne? Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das Neptun-Quadrat spüren in diesem Monat diejenigen, die vom 3. bis 7. Juni Geburtstag haben. Und das sind ja, wie gesagt, fast, das überschneidet sich halt sehr stark mit den Kandidaten vom Jupiter-Trigon. Ja, dann haben wir noch die Opposition Saturn, auch bei euch im Partnerhaus. Habt ihr jetzt auch schon länger mit zu tun. Viele Zwillinge haben sich getrennt, aber andere haben eben dann auch geheiratet, ne? Weil Saturn ist ja auch, der prüft zwar, aber der kann natürlich dann auch, wenn die Beziehung gut ist, einem den Mut verleihen, nun endlich ernst zu machen und der ganzen Sache Brief und Siegel zu geben, weil Saturn ja auch die Ämter und alles, was offiziell ist, verkörpert. Ne? Also wenn ihr das gemacht habt, vor allen Dingen mit, solange Jupiter hier in der Waage steht oder stand,
dann ist das natürlich wunderbar. Und diejenigen von euch, die vielleicht Heiratspläne haben, die sollten jetzt noch heiraten bis Oktober, weil im Oktober geht der Jupiter dann in den Skorpion. Solange er in der Waage steht, steht er halt super für die Zwillinge. Genau. Und manchmal heißt aber Saturn in 7 natürlich auch, dass der Partner schlecht gelaunt ist, viel zu tun hat, nicht zur Verfügung steht, dass da ein Mangel entsteht. Da muss man dann einfach auch hinschauen. Vielleicht meint er es ja wirklich gar nicht böse, sondern hat einfach sehr viel um die Ohren und braucht euch dann jetzt auch mal. Auch das kann eben Saturn, diese Saturn-Opposition bedeuten. Und jetzt ganz allgemein, abgesehen von der partnerschaftlichen Bedeutung, heißt es eben auch, dass ihr selber womöglich sehr viel zu tun habt, vielleicht sogar gerade besonders erfolgreich seid. Und dadurch habt ihr vielleicht auch zu wenig Zeit für euren Partner, sodass da dieses Mangelgefühl entsteht. Also denkt halt auch mal dran, dass ihr eventuell auch selber damit zu tun habt. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 12. und 18. Juni Geburtstag haben. Dann haben wir zum Schluss noch dieses schöne Sextil zum wilden Uranus. Das bringt Aufregung und Prickeln pur. Der steht jetzt hier ganz hinten im Widder, steht für euch im Haus der Freundschaft. Und da will man neue, interessante Leute kennenlernen. Und die Chance dafür ist auch sehr gut für euch. Und das spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 7. und 21. Juni Geburtstag haben. Genau. Und da steht jetzt auch die Venus, aber darauf kommen wir gleich, wenn wir uns jetzt die aktuellen Konstellationen anschauen. Dazu blicken wir zurück auf den Neumond vom 25. Und also 25. Mai, ne? Und der ist ja eben in den Zwillingen. Deswegen habe ich gesagt, ihr steht jetzt im Mittelpunkt, jetzt geht es um euch, der ist bei euch im ersten Haus. Deswegen meditiert darüber, was ihr für euch persönlich erreichen wollt. In den kommenden 4 Wochen geht es um euch, aber nicht nur das, ihr könnt auch für euer ganzes Jahr darüber nachdenken, denn die Zwillinge haben ja jetzt auch Geburtstag und das ist eben auch ein guter Grund, sich Gedanken zu machen, wie ihr das neue Lebensjahr gestalten wollt. Das ist also eine sehr schöne Konstellation. Die Zurückweisungskonstellation, die da mit drin steckt, die, über die wir ja gesprochen hatten, die kann jetzt tatsächlich Zwillinge in fester Partnerschaft betreffen. Vielleicht ist es eine Sache, dass ein Freund zum Beispiel euren festen Partner kritisiert oder auch umgekehrt, dass der feste Partner mit jemandem, mit dem ihr befreundet seid, nicht einverstanden ist. Sowas, darüber kann es zum Beispiel zum Streit kommen. Und das kann besonders die Geburtstagskinder betreffen, die eben rund um diesen Neumond Geburtstag haben. So am 24., 25., 26. Mai. Die haben das eben dann im Geburtstagshoroskop und müssen da ein bisschen aufpassen. Kommen wir nun zu den Konstellationen des Junis. Und am 1. Juni geht es los mit der Sonne in eurem Zeichen, in den Zwillingen. Der Mars steht in eurem Zeichen in der dritten Dekade in den Zwillingen. Bringt euch also eine gute Vitalkraft und Energie, wie schon in den letzten Wochen. Dann haben wir die Venus. Die steht im Widder und steht hier zusammen mit Uranus, bringt eine sehr prickelnde Flirtenergie in euer Leben und eventuell habt ihr auch viel Spaß mit Freunden, wenn ihr jetzt feiert oder ausgeht oder so. Das ist also einfach auch eine gute Energie, um sie überhaupt mit Leuten zu treffen. Und das ist auch das Internet, also Internetflirts stehen auch vor allen Dingen in den ersten Tagen des Junis unter sehr guten Sternen. Ja, dann habt ihr gleich einen Top-Tag am Samstag, das ist Pfingstsamstag. Da habt ihr nämlich dann das ist der dritte, da habt ihr die Sonne. Die steht in einem superschönen Aspekt hier bei euch im ersten Haus, im superschönen Aspekt zu Jupiter und Mond, der bei euch im fünften Haus der Lebensfreude steht. Das Ganze verbindet sich hier mit Lilith. Das sieht für mich nach einer sehr prickelnden Affäre aus. Dann haben wir noch hier Venus-Uranus. Und dann den Mondknoten, der für euch auch im günstigen Aspekt steht, der die Verbindung anzeigt. Und den hier, den Saturn, auch im Partnerhaus, kann also auch was Längeres draus werden. Ja? Also da müsst ihr jetzt so ein bisschen gucken, diejenigen, die schon in einer Beziehung sind, für die kann das heikel werden, weil sie sich vielleicht in jemand Neues verlieben trotzdem. Aber diejenigen, die Single sind, für die ist das eine sehr, sehr heiße Konstellation. Und deswegen ist dann vielleicht zu überlegen, ob ihr Pfingsten nicht nur bei der Familie untertauchen wollt, sondern eben auch dafür sorgt, dass ihr irgendwelche Feten mitmacht oder ausgeht oder so und eure Flirtchancen dann erhöht. Ja, und dann haben wir am 4. Juni einen wichtigen Übergang, wenn der Mars ins Zeichen Krebs geht, aus eurem Zeichen raus in den Krebs hinein, steht dann für euch im zweiten Haus, ist auch gut und ist vor allen Dingen gut für Geldangelegenheiten, solange er nämlich dort steht.
hilft er euch zurückzubekommen, was euch finanziell zusteht. Also wenn da jemand ist, der euch noch was schuldet, dann sind die nächsten Wochen gut geeignet, um das zurückzuverlangen. Dann am 6. haben wir die Venus, die geht dann ins Zeichen Stier und damit in euer 12. Sonnenhaus. Und das ist der Grund, weshalb ich gesagt habe, Flirts können heiß anfangen, aber es kann in dem Monat dann erstmal ein bisschen schwierig werden, dass daraus eine vertraute Beziehung wird. Also wenn sie neu sind, die Flirts, ist aber ja auch nicht schlimm, weil es gilt ja sowieso die 90-Tage-Regel, also 3 Monate. Wenn die Venus ins 12. Haus geht, dann ist es so ein bisschen, dass sie sich zurückzieht. Und für manchen Zwilling fühlt sich das eben so an, dass er zwar heiß flirtet und viele Leute trifft und viel Spaß hat, aber dass das Beziehungsthema so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Aber deswegen keine Panik. Diese Phase dauert bis zum 4. Juli, dann taucht die Venus wieder auf. Und zwar dann bei euch im 1. Haus in den Zwillingen. Also insofern, das schafft ihr dann auch noch in den paar Wochen. Und Spaß haben könnt ihr auf jeden Fall trotzdem. Genau, am 7. Juni geht dann der Merkur in die Zwillinge, in euer Zeichen. Das ist super, das werdet ihr auch spüren. Da kommt ihr also super leicht ins Gespräch und fehlende Informationen tauchen wieder auf. Und das ist sehr stark verbindend. Insofern werdet ihr wahrscheinlich auch denken, ja, wieso, mit der Liebe ist doch alles gar kein Problem. Ist es wahrscheinlich auch nicht, weil ihr einfach im Gespräch seid, im Kontakt seid. Ne? Nur eben so tiefere und intensivere Beziehungen, da merkt ihr vielleicht, dass das nicht ganz so einfach ist, da weiterzukommen. Genau, dann haben wir am 9. ja den Vollmond und der findet jetzt bei euch auf der Beziehungsachse statt. Sonne bei euch im 1. Haus, Mond bei euch im 7. Haus, sehr spannend, verbindet sich hier mit Lilith und Saturn. Also das ist sicherlich sehr knisternd, Begegnungen in Hülle und Fülle, aber wird eine Beziehung draus? Das ist eben die Frage. Und fest liierte Zwillinge müssen aufpassen, dass sie nicht aus Versehen fremd flirten. Am 13. habt ihr dann einen Top-Tag, das ist ein Dienstag. Da haben wir einen sehr schönen Aspekt zu eurem Herrscherplaneten Merkur, nämlich hier von Glücksplanet Jupiter. Und der wiederum verbindet sich mit der Lilith. Das ist sehr kreativ und sexy, hier 5. Haus. Und auch sehr affärenträchtig. Das ist also wieder toll für Singles, aber diejenigen, die schon in der Beziehung sind, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Dann haben wir am 14. einen kritischen Aspekt. Da steht nämlich der Neptun hier, der sowieso im Quadrat zu eurer Sonne steht, dann auch noch im Quadrat zum Merkur, aktuell am Himmel. Und da kann es eben sein, dass es zu Heimlichkeiten kommt, dass euch jemand nicht die Wahrheit sagt, aber vielleicht verheimlicht ihr auch etwas. Und das kann dann wirklich kritisch werden. Da eingebunden ist ja auch die Lilith auch noch, ne? Da wäre dann wieder die heimliche Affäre. Und am 18., da haben wir dann nämlich Saturn, der steht dann gegenüber vom Merkur. Und das ist dann wahrscheinlich der Tag oder die Zeit, wo dann so eine Heimlichkeit auffliegen kann. Ne? Weil Saturn bringt ja immer hier so die Wahrheit und die Realität rein. Und dann könnte es hier eng werden mit dem, was man vielleicht vorher verheimlicht hat. Und da das Ganze hier bei euch im Partnerhaus sich abspielt, müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen. Entweder auf euch selbst, wenn ihr Single seid, oder eben auch, wenn ihr in einer festen Beziehung seid, dass ihr da nicht aus Versehen auf Abwege geratet. Und das hat dann Konsequenzen. Denn Saturn, Partnerhaus, ist auch der Planet der Konsequenzen. So, aber zum Glück habt ihr am 20. schon wieder einen Top-Tag. Da ist nämlich dann der Merkur, also ne, das ist immer sehr wichtig für die Zwillinge, ist ja euer Herrscher, macht einen super schönen Aspekt zu Uranus. Und das kann sehr gut sein, dass ihr dann den zündenden Einfall habt, der eure Haut dann rettet und die ganze Sache wieder dreht und wendet. Oder ihr bezirzt dann wirklich auch euren Partner und kommt dann doch heil aus der Sache wieder raus. Das ist sehr, sehr schön. Und dann am 21. Juni ist dann die Sommersonnenwende. Die Sonne geht ins Zeichen Krebs, damit auch in euer 2. Haus. Und da steht sie auch recht gut für euch. Und der Merkur dann eben auch noch. Das ist auch gut fürs Geld. Und dann haben wir ja am 24. den Neumond. Alles im Krebs, alles bei euch im 2. Haus. Das heißt, in den kommenden 4 Wochen wird es sehr stark auch um eure Finanzen gehen und auch um euer Selbstwertgefühl. Und vielleicht ist ja auch beides miteinander verknüpft. Also denkt da mal dann drüber nach zu dem Neumond. Ne? Wie sehen eure Geldangelegenheiten aus? Wie abhängig ist euer Selbstwertgefühl vom Geld? Was habt ihr sonst noch für Werte, was euch wichtig ist? Das sind alles so Sachen, die dann eine Rolle spielen werden. Ne? Und dann haben wir am 28., das ist ein Mittwoch,
Nochmal einen schönen Top-Tag für euch. Interessanter Tag. Da haben wir nämlich den Merkur, der ist hier gleichzeitig mit dem Mars. Das heißt eigentlich, dass man besonders aggressiv redet. Aber das Ganze schön verbunden jetzt mit Neptun. Das bedeutet, ihr seid besonders fantasievoll und vielleicht auch dabei durchaus auch ein bisschen, ich will jetzt nicht gerade sagen aggressiv, aber forsch, also mitreißend. Aber ihr habt eben auch dann ein großes Einfühlungsvermögen. Deswegen. Und übrigens ist das vielleicht auch ein Tag, wo heikle Finanzthemen mal gut angesprochen werden können. Ja, meine lieben Zwillinge, soweit also eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr eine Beratung braucht, indem ihr einfach mal wissen wollt, wie denn euer persönliches Horoskop aussieht und wie sich die Konstellationen da so auswirken oder jemand kennengelernt habt mit diesen ganzen Lilith-Geschichten, ist das eben sehr wahrscheinlich, dass sich eine sehr, sehr heiße Affäre für euch ergibt. Dann kontaktiert mich ruhig über meine Homepage oder mein Kundentelefon und dann können wir eine Beratung vereinbaren. Auf meiner Homepage findet ihr auch alle Informationen rundherum. Ihr könnt die Beratung auch direkt dort buchen. Genau, und dann haben wir ja wieder eine Verlosung. 15 Minuten Kurzberatung zu einem Thema eurer Wahl. Wenn ihr mir einen netten Kommentar hier postet, ich interessiere mich auch immer sehr für interessante Geschichten rund um die Konstellation, wie es euch damit ergangen ist. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Oder aber ihr macht einfach mal mit bei meinem Webinar Antonias Sterne. Da kann jeder Teilnehmer eine Frage zum persönlichen Horoskop stellen. Damit, meine Lieben, wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.